So, unser Thema heute ist die Multiplikation, aber nicht die kleinen Mini-Multiplikationsaufgaben, die wir schon gelernt haben, nicht die 10er-Reihe, die 9er-Reihe, die 8er-Reihe, sondern wir multiplizieren heute mit 1, mit 10, mit 100 und mit 1000. Dazu wiederholen wir aber kurz erst nochmal die Multiplikationen. Mit 5 heute, weil das brauchst du für morgen. Heute brauchst du es nicht, aber du brauchst es morgen und übermorgen. Ich habe hier die ganzen Multiplikationskärtchen. Ich zeige dir die Multiplikation und du sagst mir die Antwort. Du hast immer 2 Sekunden Zeit. Einmal 5, 5, zweimal 5, 10, dreimal 5 ist hier, 15, viermal 5, ist 20, 5 mal 5 ist 25, 6 mal 5 ist 30, 7 mal 5 ist 35, 8 mal 5 ist 40, 9 mal 5 ist 45 und 10 mal 5 ist 50. So, das war jetzt gar kein Problem. Jetzt mische ich sie aber mal, dann kommen sie durcheinander. Du brauchst bitte für morgen die Multiplikationen. 5 mal 5? 25. 6 mal 5? 30. 1 mal 5 ist 5. 4 mal 5 ist 20. 2 mal 5 ist 10, 3 mal 5 ist 15, 9 mal 5, 45, 10 mal 5, 50, 8 mal 5, 40 und 7 mal 5 ist 35. Wenn du hierbei Probleme hast, bitte such im Anton die Multiplikationen oder wiederhole nochmal die Multiplikationen. So, heute multiplizieren wir aber nicht mit 5. Heute multiplizieren wir mit 1, mit 10, mit 100 und auch mit 1000. Da machen wir später auch eine Aufgabe im Buch und im A. Das wische ich jetzt aber mal weg. Und wir schreiben mal die erste Aufgabe. Was ist Monet 4 mal 1? Was ist 4 mal 1? Ich habe hier 1 Boliviano, 2 Boliviano, 3 Boliviano und 4. 4 mal 1 ist 4. Was ist dann 4 mal 10? Ich habe heute Geld dabei. Ich habe jetzt hier einen Zehner, zwei Zehner, drei Zehner und vier Zehner. Was ist 4 mal 10? Wie viele Bolivianos sind das? Klar, 4 mal 10 ist 40. Und ich habe sogar noch mehr Geld dabei. Ich habe hier noch Hunderter. Ich habe hier einen Hunderter, 200, 300 und 400. Was ist 4 mal 100. Wie viele Bolivianos sind das? Das sind 400. Und was ist dann 4 mal 1000? Ich habe leider keine Tausenderscheine von den Bolivianos. Ist dann 4000. So, ich wische das jetzt nochmal weg, aber du siehst, mal 4 mal 1 ist 4, 4 mal 10 ist wie 4 mal 1 und dann kommt wieder die 0 dazu. 4 mal 100 ist wie 4 mal 1 und dann kommen die 2 Nullen dazu und es funktioniert auch bei 1000. Es funktioniert auch bei 10.000, 100.000. Es funktioniert auch bei 1 Million. Entschuldigung, da oben sitzt Joscha und guckt zu. Der ist heute auch im Unterricht. Und im Buch gibt es so ähnliche Aufgaben. Da ist zum Beispiel 37 mal 10. Dann überlegst du, was ist 37 mal 1?
37 mal 1 ist 37. Aber ich habe ja noch die 0 vom 10er. Dann habe ich 370. Dann habe ich hier auch 37 mal 100. Dann gucke ich auch jetzt wieder die Babyaufgabe an. Du erinnerst dich, P3, P4 haben wir das mit den Babyaufgaben gemacht? Nee, P2 war das sogar schon. 37 mal 1 ist 37, aber ich habe hier noch die Nullen von den Hunderten. So, und diese Aufgabe machst du bitte, das ist im Buch, die Nummer 2. Du machst hier bitte nur die Multiplikationen. Das ist die A, die B, die C und wenn du möchtest noch die D. Und du machst auch im A auf der Seite 26 die Nummer 1. Das sind auch lauter Multiplikationen. Ja, das war's schon für heute. Bis morgen.